Hallo mein Lieben und willkommen zurück. Ja, heute geht es mal wieder um ein kerziges Neuzugänge-Video. Eher mehr gesagt so ein Mini kerziges Neuzugänge-Video. Es sind nur drei Hausformer, drei von Yengi, drei relativ neuere, die erst vor ein paar Wochen, Monaten rausgekommen sind. Und da fange ich einfach mal an mit einem grünen Duft und das ist der Beautiful Day. Das ist von der Return Favorite Kollektion. Und der kam 2010 ins letzte Mal raus. Ich kannte ihn überhaupt noch nicht und ich wollte jetzt unbedingt mal was anderes düfteln, als wie immer nur Frucht oder immer nur Foodie. Und der riecht nach Grün. Er finde ich, er riecht ein bisschen nach einer Bodylotion, nach einer grünen floralen Bodylotion. Blumig, floral, putrig. Hat was Pflegendes. Ich finde es auch ein bisschen so Gras mit dabei. Ja, und das riecht sehr intensiv, sehr schön. Können mir gerne mal schreiben, wer die Katze schon hatte, warm anhatte. Ob die intensiv ist, ob er die überhaupt wahrnimmt. Und ich bin sehr gespannt auf den, wenn der dann dran ist unter meinem Candle Warmer. Und freue mich drauf. Als nächstes kommt ein roter Duft und das ist einer der bekanntesten, finde ich. Der kam 2009 raus, auch aus der gleichen Kollektion Return Favorite, das ist der Tutti Frutti, den kennen ja auch die meisten. Viele hassen ihn, viele mögen ihn. Ich selber hatte ihn, glaube ich, noch gar nicht gehabt und ich war sehr gespannt auf den Duft. Ja, und der ist schön süß, bisschen künstlich. Da soll Himbeere mit drin sein, Zitrone und Kirsche. Ich glaube, Kirschsirup. Und ich finde, die Kirsche kommt auf alle Fälle raus. Erdbeere rieche ich jetzt nicht so, Himbeere könnte hinkommen, Zitrone auf alle Fälle. Ja, und der ist schön, auch sehr intensiv, schön knatschig süß. Und bin sehr gespannt drauf, könnte man ja gerne mal dazu schreiben. Da müssten eigentlich relativ viele schon getestet haben, wie ihr den so fandet. Und zu guter Letzt sind wir auch schon wieder fertig mit dem Video. Ist einer der neueren Düfte zur Sommerkollektion, Tropical Starfruit. Und das soll ja recht schön fruchtig riechen, wie so ein Cocktail. Und ich finde, der geht so in die Richtung Mango Peach Salsa von Yengi. Auf alle Fälle, ich rieche irgendwie Mango raus. Starfrucht, also Sternfrucht. Drachenfrucht. Ich finde auch, man riecht ein bisschen Kiwi raus. Also alles Mögliche. Richtig geil. Auch könnte auch so ein schöner Fruchtsaft sein. Und der ist auch sehr intensiv. Aber der geht für mich so ein bisschen in die Richtung manche Mango Peach Salsa. Ich glaube, den gibt es auch noch. Das war einer meiner ersten Yengi-Düfte damals, wo ich schon vor 5, 6 Jahren angefangen habe mit Düfteln. Und der ist für mich von den allen dreien mit der beste, würde ich jetzt behaupten. Und können mir auch gerne dazu schreiben, wer den schon warm anhatte, das Glas. Und ja. Das war mein kleines Neuzugänge-Video. Das nächste Video wird auf alle Fälle ein relativ großes Sensi-Video werden. Ich habe immer wieder Sensi bestellt. Ich habe ja vor 4 Jahren das letzte Mal bei Sensi bestellt und jetzt kommt nächste Woche dann das restliche Paket. Ein Paket ist schon da. Das habe ich auch schon geöffnet, dass es dann nicht so lange dauert nächste Woche zum Auspacken. Und ich habe relativ viel bestellt. Und das stelle ich euch auf alle Fälle nächste Woche vor. Ich habe nämlich jetzt Urlaub nächste Woche. Und dann habe ich endlich mal Zeit, das große XL-Video zu drehen. XL-Neuzugänge, Sensi-Video. Und ja, wünsche euch auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende, ein schönes Ostern. Das war jetzt mein Ostern für mich gewesen, was ich mir gekauft habe. Und plus die Sensi-Sachen. Und ja, hoffe, bei euch ist der Osterhase auch so fleißig gewesen. Und wünsche euch auf alle Fälle noch ein schönes Wochenende, einen schönen Start in die neue Arbeitswoche. Und ist ja eine kurze Woche. Und freue mich auf alle Fälle, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und ein kleines Abo. Das wäre auch ganz lieb. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bye bye.